Heute gibt es ein Thema von mir, das wehtut. Herzlich willkommen bei Hanke's Five. Mein Name ist Ulrich W. Hanke und ich bin der Herausgeber des Börsenbriefs börsianer.info. Und ich gebe mal ein bisschen Hilfestellung. Können Sie sich denken, um was es geht? Ja, es geht heute um Negativzinsen, auch Strafzinsen genannt. Und ich wurde schon des Öfteren angesprochen, ja, was ist das eigentlich? Und ich verstehe das nicht. Und ja, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen psychologisch. Negativzinsen möchte man einfach nicht verstehen, sind ja auch irgendwie paradox. Und das Gegenteil ist irgendwie mittlerweile so die Dividende als neuer Zins, ja. Aber heute gibt es mal ein paar klärende Worte von mir zum Thema Negativzins. Wie kann es eigentlich dazu kommen? Mein Punkt 1. Da gibt es zwei Varianten. Zum einen kann es so sein, dass die Nachfrage so hoch ist, viel höher als das Angebot, dass durchaus Staatsanleihen beispielsweise gekauft werden, ja, wo es schon negative Zinsen gibt. Warum? Ja, weil die einfach von sicheren Staaten sind. Und man hier das Risiko nicht eingehen will, dass man in unsicherere Anleihen geht, aber dafür dann da auch ein höheres Ausfallrisiko hat. Also man nimmt das in Kauf, dass man hier Negativzinsen bekommt und dafür eben aber mehr Sicherheit. Und das gab es zum ersten Mal im Januar 2012. Da ist nämlich die Rendite negativ gewesen für Papiere, für Schuldverschreibungen aus Deutschland. Das ist der erste Grund für Negativzinsen. Was wir aber im Moment sehen, ist eher der zweite Grund. Das ist, wenn die Notenbank, in unserem Fall ja die EZB und nicht mehr die Bundesbank, wenn die EZB die Zinsen so stark senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln, dass also die Unternehmen billige Kredite aufnehmen können. Das heißt ja Politik des billigen Geldes, dass die Unternehmen Kredite aufnehmen können, die Unternehmen Wirtschaftswachstum produzieren können. Ja, und man so auch der Inflation Einhalt gebieten will oder der Deflation. Und das sehen wir aktuell gerade. Negative Zinsen gab es dann da im Juni zum ersten Mal 2014. Und zwar Negativ- oder Strafzinsen für die Banken, für die Geschäftsbanken, die ihr Geld über Nacht bei der EZB parken. Und was sich damals noch keiner so richtig vorstellen konnte, ist, dass die Geschäftsbanken das irgendwann an ihre Kunden weitergeben. Aber das machen sie ja zum Teil jetzt schon. Es werden immer mehr. Am Anfang war es auch eben für große Vermögen. Aber man sieht schon, es werden immer mehr oder die Gebühren werden einfach höher. Das Dritte, was man in dem Zusammenhang auch wissen sollte, ist der Unterschied zwischen Real- und Nominalzinsen. Wenn Sie also jetzt auf dem Sparbuch beispielsweise 0,05% bekommen, die Inflation aber bei 2% liegt, dann haben Sie real negative Zinsen, nämlich von minus 1,95. Nominal haben Sie natürlich die 0,05, sind also noch im positiven Bereich. Das Vierte ist, ja, wie findet man einen Ausweg aus der Sache? Ja, man kann natürlich in so sichere Häfen gehen wie Gold oder Immobilien. Da gibt es aber weder negative Zinsen, aber auch keine positiven. Besser sind da meiner Meinung nach natürlich Aktien. Auch wenn wir da natürlich jetzt mittlerweile auch schon auf hohen Niveaus sind, aber Unternehmensbeteiligungen sind einfach das Beste, was Sie machen können, auch in Zeiten von hoher Inflation und niedrigen Zinsen. Und als fünftes und letztes möchte ich Ihnen noch nennen, ja, natürlich, wer einen Kredit aufnimmt, der freut sich. Die Häuslebauer, die Häuslekäufer, kein Wunder, sind die Immobilienpreise gerade auch hoch. Wir nähern uns da ja auch in einigen Regionen schon Blasen. Und werden wahrscheinlich auch in einigen Jahren, wenn dann die Zinsbindung ausläuft bei einigen Krediten, dann vielleicht auch Zwangsversteigerung sehen, wenn wir auf einem anderen Niveau, Zinsniveau sind. Wie auch immer, für Kreditnehmer, für Schuldner ist das natürlich eine tolle Sache, für Sparer dagegen nicht. Und da noch ein paar Zahlen dazu. Das Statistische Bundesamt ermittelt nämlich für Tagesgeld immer Durchschnittssätze pro Jahr. Und im Jahr 2000 lag dieser Zinssatz noch bei 2,1%. Im Jahr 2001 bei 2,3 sogar, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Dann zu Zeiten der Finanzkrise 2007 bei 1,7 und 2008 bei 1,9. Und im Jahr 2015, das ist der neueste Jahreswert, den das Statistische Bundesamt hat, sind wir schon bei 0,2% gewesen, also so gefühlt Nullzinsen. Ich hoffe, Ihnen damit ein bisschen mehr Klarheit in das böse, böse Phänomen Negativzinsen gebracht zu haben. Ich bin auch kein Fan davon,
Und wer eben dieser Sparerfalle entrinnen will, dieser Enteignung, der investiert am besten in Aktien. In diesem Sinne viel Erfolg an der Börse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Ulrich W. Hanke.